Detlef, der ehrgeizige Herausforderer, Sarah, die Dauerbäckerin der Woche und Faisal, der Unberechenbare, schlagen ihre letzte Schlacht. Das Finale. Liebe Finalistin, liebe Finalistin, da steht ihr noch in so schöner Dreieinigkeit. Sarah, du startest mit der roten Schürze ins Finale. Du bist immer noch unsere Bäckerin der Woche, aber die Entscheidung fällt erst mit der letzten Aufgabe. Und sie hängt natürlich auch von unserer Jury ab. Hier ist die Queen der Motivtorte Bettina Schliephacke-Burchardt und der König der Patisserie Christian Hüms. One last time. Wir achten heute besonders auf handwerklich sauberes und exaktes Arbeiten und natürlich auch auf die Modellierung. Aber wir wollen auch was schmecken. Deswegen feiern wir heute nicht nur euch, sondern auch mein Lieblingslebensmittel. Mehr verraten wir noch nicht, aber kommen wir zu den Regeln im Finale, denn sie sind etwas anders. Die ersten beiden Aufgaben werdet ihr alle drei bestreiten. Danach sprechen die Punkte, denn er oder sie mit den wenigsten Punkten wird aus dem Rennen genommen. Die letzten beiden backen dann die Meistertorte. Und die bessere Torte verschafft ihrem Bäcker oder ihrer Bäckerin den goldenen Cupcake und 10.000 Euro für einen guten Zweck seiner oder ihrer Wahl. Ich finde, dafür lohnt es sich heute wirklich in jeder Aufgabe alles zu geben. Und da sind wir auch schon bei der ersten Aufgabe. Und die nennt sich Chocolate Show. Christian dachte als kleines Kind immer schon, was brauche ich die Muppets, wenn ich Schokolade habe, oder? Richtig, ich fand es früher schon interessanter als Dinos oder Bagger. Deswegen tut mir den Gefallen und backt mir den ultimativen Schokoladentraum. Dazu gehört natürlich auch ein spektakuläres Dekor aus mindestens zwei Sorten temperierter Kuvertüre. Ich finde, mit diesen Ansagen kann man arbeiten, auch wenn man für diese Aufgabe nur 3 Stunden hat. Und die starten auf mein Kommando. Ihr seid startklar? Dann kommt hier mein Kommando. Auf die Plätzchen. Fertig. Backt. Schokoladig sollen die Torten werden. Weitere Geschmacksvorgaben gibt es nicht. Aber alle drei FinalistInnen wissen, dass von ihnen in dieser Woche ganz Besonderes erwartet wird. Scheitern ist keine Option. Denn die Punkte aus dieser Aufgabe sind essentiell fürs Weiterkommen. Vor dieser Challenge von heute hatte ich mit am meisten Angst. Aber jetzt bin ich im Finale, jetzt muss ich mich dieser Herausforderung stellen. Was ist bei Faisal das gewisse Etwas? Meine Torte heißt Schokobombe und was die Torte meinen Augen sehr speziell macht, ich mache eine Röstschokoladen-Ganache und die wird. Unter der spiegelglatten Glasur treffen in Faisals Schokobombe salzige Erdnuss-Sacherböden auf eine Röstschokoladen-Ganache. Als Topping ein grafisches Kuvertüre-Dekor. Auch Detlef hat Respekt vor der Aufgabe. Es ist wieder ein strammes Programm, aber man gewöhnt sich ja so langsam an diese Form von strammen Programmen. So, jetzt kommt die Butter dazu. Hier entsteht ein Schokofinancier. Und hier eine Röstschokoladenganache. Ich bereite die Schokolade jetzt auf dem Backblech aus, weil ich davon 900 Gramm rösten möchte. Rösten bedeutet einfach schmelzen im Ofen, bis sie so eine bräunliche Farbe bekommen. Das dauert auch nur 15 Minuten, das geht eigentlich recht flott. Das ist auch besser so, denn die Zeit ist knapp. Die Dauerträgerin der roten Schürze hat eigentlich ein Faible für Rosé-Töne. Ist das auch heute so? Bei mir gibt es heute einen Pink Drip. Dunkle Schokolade ist tatsächlich nur in meinem Boden drin. Es wird dreifarbig. Unter dem pinkfarbenen Dripping aus Ruby-Schokolade vereint Sarah dunkle Schokoböden mit weißer Schokocreme und einer rosa Ruby-Ganache mit fruchtigem Akzent. Heute wird an nichts gespart. Bei einer Schokoladentorte würde ich bei jedem Bissen daran denken, wie viele Kalorien das hat, weil man einfach, da ist einfach so unendlich viel Schokolade drin. Aber wer zählt schon Kalorien? Vielleicht er hier. Diese Torte, weißt du, wie viele Kalorien die am Ende haben wird? 14.000! Plus Proteine. Was noch in meinen Boden reinkommt mit dem Mehl gemeinsam, sind klein gehackte, salzige Nüsse. Weil ich mag so diesen Gegensatz von süß und salzig. Das macht auf der Zunge rat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 . Ein Traum.
Detlef verteilt den Financier-Teig auf 3 Backringe. 3 sind's auch bei Sarah. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich gar kein Fan bin von Schokoladentorten? Merkt man gar nicht. Aber der Wurm muss dem Fisch schmecken und der Kuchen der Jury. Punkt. Und was sagst du? Leichter Orgasmus. Wow, I like. Gefällt mir. Ich liebe Orgasmen. Gut, dass wir das geklärt haben. Und? Hochmotiviert? Also, die Torte, die ich heute mache, die macht mir halt auch so einen Riesenspaß. Weil ich weiß, dass sie halt auch so mega schmecken. Da habe ich einfach richtig Bock drauf. Und was muss man dabei machen? Schichten und kühlen. Und ja, das kannst und das kann ich. Ja, läuft, oder? Ein Schokofinancier und eine Nougat-Mousse sind die Basis für Detlefs Rezeptur. Unter der Hülle aus Zitronenbuttercreme stecken außerdem Aprikosengelee und Haselnuss-Crunch. Detlef braucht 400 Gramm Aprikosenpüree, Zucker, Zitronensaft und Gelatine. Ich mache jetzt das Aprikosengelee, was natürlich ein schöner Kontrast ist zu dem Nougat und zu der Schoko dazwischen. Aprikose plus Schoko kennt man vom Schokoladenfondue. Frucht sucht man bei Sarah vergebens. Ich mache jetzt hier meine weiße Schokocreme. Habe auch Frischkäse drin, Mascarpone. Dann kommt die weiße Kuvertüre drüber, die ich hier schon schmelze. Schokolade kann so schöne Formen annehmen. Look at this. Mmh. Boah, das ist so geil. Das schmeckt so asozial lecker. Ganz sozial kommt die Röstschokolade aber in die Torte. Für alle. Also für alle in der Jury. Es wird cremig. Das ist jetzt eine schöne, leckere Ganache. Wow, wow, wow. Schokolade und Nougat, ein vorzügliches Geschmackspaar. Ich arbeite jetzt an der Nougat-Mousse. Das heißt, hier wird 500 Gramm Sahne steif geschlagen, hier wird Nougat flüssig gemacht. Dazu Gelatine, Eier und Zucker. Und wenn man richtig punkten will, muss jedes Detail stimmen. Keine Zurückhaltung, bitte. Dann kommt natürlich der Haselnusslikör dazu. In gleich 2 Komponenten verwendet Faisal die Röstschokolade. Also die Röstschokoladenbuttercreme wird mein äußerer Einstrich. Drinnen ist ja die Ganache selbst und dann kommt die Buttercreme. Fertig. Ein paar handwerkliche Tricks kann man in der Finalshow schon noch einfließen lassen. Detlef klotzt dran. Wir karamellisieren jetzt Haselnusskerne und werden die danach dann sogar noch kuvertieren, also mit Schokolade überziehen, was noch mal spannender ist. Und jetzt kommen genau da die wundervollen Haselnüsse rein. Sarah bleibt nah am Thema Schokolade. Ich glaube, das Besondere an meiner Torte ist diese Blüte, die ich dann auch ausarbeite, sofern ich sie hinbekomme, weil sie wirklich sehr anspruchsvoll ist. Was die Jury sofort sehen wird und hoffentlich zu würdigen weiß. Shit! Warum waren die aufgeschnitten? Ich habe nichts angefasst. Faisal, was etwa in meiner Küche? Phase Sabotage 1 abgeschlossen. Diese Show treibt schon seltsame Blüten. Die ist so krass, die Alte. Ich glaube, die ist doch ein Roboter. Sarah nimmt's als Kompliment. Ja, aber meine Deko ist heute sehr, sehr aufwendig. Ist mir schon klar, dass deine Deko sehr, sehr aufwendig ist. Es wäre ein bisschen krass gewesen, wenn ihr gesagt hättet, ich habe mich heute mal für eine Deko entschieden, die relativ simpel ist. Ich wollte mal nicht so eine aufwendige Deko machen heute. Oh, shit. Und so härten die jetzt aus. Eine Stunde ist vorbei. Ein guter Zeitpunkt, um nach seinen Böden zu schauen. Und zu schnuppern. Boah, es riecht aber wow, 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 wow. Also wenn Christian Schokolade mag, er wird heute ausflippen. Eigenlob kann super riechen. Die sehen schon von der Oberfläche richtig saftig aus. Ja, jetzt lasse ich sie ein bisschen abkühlen und dann muss ich weitermachen. Zack, zack, zack. Also bis jetzt bin ich mit diesen Böden super zufrieden. Die sind saftig, geil. Ruby-Schokolade hat sich schnell zu einem Top-Trend entwickelt. Also hier mache ich jetzt gerade schon den Drip. Das ist dann nachher die Schokolade, wo dann so von der Torte runterfließt. Dabei kommt es auf die Konsistenz an. Wir erinnern uns,
Beim letzten Mal wurde aus Detlefs Amerikanerglasur eine Tränke. Das sollte ihm heute nicht noch einmal passieren. Das ist quasi der Drip, der da kommt. Drip, drop, dribbity, drop. Klingt entspannt. Wie sieht es bei Faisal aus? Faisal, der Feingeist. Na, du kleine Naschkatze, schau mal, ich hab da was für dich. Faisal, ich hab ein bisschen Schiss vor dir. Gut. Du bist einfach gut. Ich werde. Irgendwann übernimmst du vielleicht meine Sendung. Dann würde ich ja sagen, bin ich auch auf einem guten Weg. Was jetzt hier wichtig ist bei dieser Mischung, das ist nämlich für die Glassage, die muss jetzt erhitzen auf 103,5 Grad. Das ist ganz, ganz wichtig. Das muss diese Temperatur erreichen. Backen. Die perfekte Mischung aus Chemie und Basteln. Beim Schneiden der Böden zeigt sich, ob sie ganz durch sind. Brüche sollte man vermeiden. Aber man darf auch den Herd nicht vergessen. Boah. Boah, fuck, das war so klar. Schon wieder verbrannt? Da habe ich jetzt mal eine Sekunde nicht drauf geschaut und dann habe ich direkt hier Armageddon. Immerhin aber bei 103,5 Grad. Ich sage immer, eine ruhige See hat noch nie einen guten Seemann hervorgebracht. Und deswegen bin ich gerade dieser Seemann, der kommt, so ein Bein ab, Auge ab, das und kratzt. Und ich bin so, ich bin am Arsch, aber ich lebe noch. Und solange ich lebe, werde ich kämpfen. Maestro, ich brauche deine Hilfe. Ist das hier auf einem guten Weg? Weil das fühlt sich für mich so an, als wäre das schon fast zu dunkel. Tipptopp. Kannst du ausmachen. Ist alles gut. Ja? Ja. Ausmachen? Ja. Und einfach stehen lassen. Die Jury hat nicht nur Tipps. Sie hat auch Appetit. Betty! Und da kommt noch jemand anders. Was ist denn hier los? Können beide gerne kosten. Ihr müsst nur irgendwann anfangen, weil ich muss auch schichten. Aber es sieht so lecker aus. Ich glaube auch, dass es wirklich sehr lecker ist. Also das ist... Ich darf nachher verkosten. Du ja. Nicht. Ihr schafft hier die erste Hälfte dieser Aufgabe. Das heißt, ihr habt Halbzeit, noch 90 Minuten. Jetzt schon Halbzeit? Also konzentriert weitermachen. Ist nicht viel Zeit. Ist nicht viel Zeit, die wir noch haben. Um an Sarah Harrison vorbeizuziehen. Ich würde mal sagen, ich bin gut. Warum ist das so flüssig noch? Ich bin sehr gut in der Zeit, würde ich mal sagen. Aber wir wissen ja nicht, was noch alles für Überraschungen kommen werden. Dünnflüssige Schichten sind riskant. Faisals Komponenten sind handfest. Das ist hier die Full Chocolate Experience. Chocolate, Choco, 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 Chocolate, Choco, Choco, Choco. Vor dem Kosten? Frosten. Fertig geschichtet. Detlef beobachtet gleich zwei Thermometer. Ich fange jetzt schon langsam an mit der Deko. Dazu muss halt die weiße und die dunkle Schokolade entsprechend temperiert werden, was echt eine Sisyphus-Aufgabe ist. Wer keine drei Hände hat, muss improvisieren. Mal guck, mal guck, mal guck, mal guck. Ich hab den Dreh raus. Ich raste aus. Ich kann's schaffen. Es ist aufregend. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr backt keine Schokoladenhüter. Ihr habt noch eine Stunde Zeit. Ah. Oh, komm mal, Leute. Beeilung. Wir haben jetzt noch eine Stunde Zeit. Das wird alles sehr knapp heute. Die Jury fordert Schokoladendekor. Ich will natürlich optisch auch mal ein bisschen näher an meine Kollegin da drüben ranrücken, wenn es möglich ist. Und die arbeitet an einer delikaten Schokoblüte und Schmetterlingen. Detlefs Konkurrenzprodukt, Schokokringel. Auch Faisal macht Schokokunst. Jetzt kommt die dunkle Kuvertüre dazu, die streiche ich drüber und es ergibt dann im besten Fall ein wunderschönes Muster. Der weichen Ganache zum Trotz steht Sarahs Torte noch 1A. Im Gegensatz zu den beiden hohen Varianten der anderen wirkt Faisals Schokobombe dezent. Der Einstrich ist jetzt das Fundament im Prinzip für das Marzipan. Vorsicht! Das Marzipan reißt. Boah, der Riss ist aber groß. Liebe Promis, ihr habt noch 30 Minuten. Danke. Danke. Das ist wirklich der Endspurt. Und jetzt müssen noch ein paar Löcher geflickt werden.
Die Zeit rennt. Man muss ja nicht mitrennen. Allein schon für die 10.000 Euro werde ich heute alles geben. Sarah ist erfolgsverwöhnt, aber... Oh, oh. Eine Schicht gibt nach. Scheiße. Eine Schicht, die ist nicht stabil genug. Mein Kuchen, Sarah? Bei mir. Was passiert, Sarah? Alles okay? Nee, meine Torte hält nicht. Was? Die Cremes sind zu weich und der Boden, es kracht alles ein. Brauchst du irgendwas? Ich hab noch Buttercreme. Ich mach grad Buttercreme. Aber ich weiß nicht, ob dich der überhaupt gerade eingestrichen bekommt. Das wird eine schiefe Nummer heute, glaube ich. Ist das der Moment, auf den die anderen seit Woche 1 hoffen? Dass Sarah einen Fehler macht und ein anderer an ihr vorbeiziehen kann? Die Schokolade ist fest genug geworden. Ich bin gerade total aufgeregt, weil ich mir denke, Digga, das mit der Schokolade hat geklappt. Sarahs detailreiche Deko soll auf einer kerzengeraden Torte zur Geltung kommen. Der Plan? Die Torte mit Buttercreme von außen stabilisieren. Detlef kann sich schon ganz auf die Deko-Schokolade konzentrieren. Der Vorteil flacher Torten? Sie stehen stabil. Faisal trägt seine Schokoladenglassage auf, die Risse im Marzipan kaschieren könnte. Ich finde, der Glanz der Glassage ist absolut grandios. Das wirkt so, als hätte das gut funktioniert. Ihr Lieben, wenn ich euch so arbeiten sehe, es ist schon anstrengend, ne? Ihr habt nur noch 10 Minuten, also ruhiges Händchen. Machen wir, ruhiges Händchen. Nee, 4 können wir vergessen. So, wenn es so weitergeht wie gerade, ey, dann schaff ich's. Sarahs Aktion Tortenrettung läuft und gleicht einer Operation mit Buttercreme. Ja, die ist ein bisschen schief jetzt. Ich werde sie jetzt ein bisschen mit Buttercreme verstärken, damit die hält von außen. Die Buttercreme muss im Froster anziehen. Schöner wird es dann immer. Bis der Drip und die Deko-Elemente draufkommen. Detlef hat die Grundregeln des Tortendrippings komplett verinnerlicht. Ja, man soll es so zickzackmäßig darüber machen, damit die Tropfen auf allen Seiten runterkommen. So, das ist schon mal drauf jetzt. Faisal hat Titandioxid dabei. Ein Weißpigment, das für einen Kontrasteffekt sorgen soll. Mutig, mutig. Yes, Brother, yes! Sarah macht unbeirrt weiter. Aber sie hat ihre Erwartungen gesenkt. Bestens so viel verstecken von der Torte, wie es geht. Bei Faisal kann eigentlich nichts mehr. Oh, Meine Fresse, ey! Ich meine, die Jury hat ja schon vorher kein Auge zugedrückt und jetzt im Finale erst richtig. Mir ist leider ein, zwei kleine Missgeschicke passiert, die natürlich ärgerlich sind, aber ich werde das schon irgendwie korrigiert kriegen und am Ende, ey, da ist eine Schokotorte, ich bin im Finale, alles ist gut, Digga. Naja, das Finale will noch gewonnen werden. Sieht da blöd aus. Ich hätte die Ganache langsamer rübergießen müssen, vermute ich. Man wird selbstkritischer, je länger man dabei ist. Die letzten 2 Minuten brechen an. Ach du Scheiße. Oh mein, oh mein, oh mein.